Active Inspire bietet verschiedene Mathe-Tools, mit denen man arbeiten kann. Eines davon ist der Transporteur, der hier über dieses Symbol eingeblendet werden kann. Wenn ich mit der Maus über den Transporteur fahre, habe ich verschiedene Symbole, die angezeigt werden. In einem Bereich hier, vor allem im Zentrum, der Vierfachpfeil, mit dem kann ich den Transporteur herumschieben. Wenn ich weiter rausgehe, in dem Zwischenbereich hier kommt ein gebogener Pfeil, mit dem kann ich den Transporteur drehen und so hinlegen, wie ich ihn gerade brauche. Wobei er mir hier unten jeweils gerade angibt, um welchen Winkel ich gedreht habe. Wenn 0 Grad ist, liegt er genau horizontal auf der Arbeitsfläche. Wenn ich noch weiter rausgehe, kommt der Doppelpfeil, mit dem kann ich die Größe des Transporteurs einstellen. Mit dem Transporteur kann ich nun eben Winkel zeichnen. Ich nehme da mal eine Linie und jetzt sage ich, ich möchte hier einen Winkel abtragen. Kann ich den Transporteur hier mit der Nulllinie an diese Ecke legen, einen Stift nehmen und jetzt den Winkel einzeichnen. Als Beispiel, ich nehme hier 70 Grad. Wenn ich jetzt von hier runterfahre, jetzt habe ich 71 Grad erwischt, hier runterfahre, dann wird der Winkel sogar farbig eingezeichnet. Dann habe ich den sogar markiert. Jetzt kann ich den Transporteur wegnehmen, kann eine zweite Linie legen, wenn ich das so zeichnen möchte. Ups, war das falsche Symbol. Das hier wollte ich. Nein, auch nicht das. Hier das Schräge natürlich. Die schräge Linie. Und jetzt habe ich hier den Winkel konstruiert. Wenn mich die blaue Fläche stört, kann ich die problemlos auch kleiner machen in die Größe, wie ich den Winkel gerne hätte und die Markierung dieses Winkels. Um den Transporteur jetzt wegzukriegen, kann ich ihn entweder in den Abfalleimer ziehen und da loslassen oder ich kann hier über das Menü schließen, den Transporteur entfernen. Ich sehe hier noch einige Einstellungsmöglichkeiten für diesen Transporteur. Ich könnte den auch rund machen für den vollen Kreis. Etwas ungewohnt. Ich habe hier die Möglichkeit, Kreis, geschlossenen Bogen oder eben einen gefüllten Bogen einzuzeichnen. Das heißt, gefüllt habe ich vorgehabt. Dann habe ich das hier drin. Ich kann die Winkel hier ausblenden. Das wären so die Möglichkeiten, die dieses Menü noch bietet.